Was hat Richard Hart heute über die Liquidity Pools getweetet? Und was ist es oder was hast du für einen Vorteil, jetzt Liquidity Provider zu werden, also Liquiditätsgeber? Ich zeige euch noch heute einmal ganz, 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 ganz simpel und ganz, ganz einfach, ja, das, was dahinter steckt, was es hier für Möglichkeiten gibt und nehme euch einfach mal mit, wie ich, aber wie auch ihr das jetzt hier in Zukunft gut nutzen könnt. Vergesst nicht zu liken, zu subscriben und ich freue mich auf ein Feedback in den Kommentaren. Bei Fragen immer gerne auf mich zurückkommen oder in die Community-Gruppe kommen und schreiben. In dem Sinne viel Spaß beim Schauen. Hier sind wir schon auf dem neuesten Tweet von Richard Hart, wo er geschrieben hat, dass aktuell es so aussieht, dass die Liquidity Provider, die hier bei Puls X in den Pools Liquidität, beziehungsweise in den Farms Liquidität hinzugegeben haben, ja, die angeblich Earn Inc., also Incentive, den Coin, plus Fees bis jetzt nur ein C bekommen haben. Und die ganzen Fees, die gemacht wurden bei einer Transaktion, wenn wir hier mal gucken, wie hier zum Beispiel, ja, da ist mir früher auch schon aufgefallen, da wird verdammt viel verbrannt. Das war jetzt witzigerweise eine Sache, die auch schon im Testnetz so war, die aber keinem aufgefallen ist. Richard Hart ist es letztendlich aufgefallen, dass man als Liquiditätsgeber keinerlei Fees verdient und hat gesagt, Leute, das müssen wir kurzerhand wechseln. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass jeder, der hier aktiv ist, jeder, der hier einen Paar hat, ja, dass in Zukunft, sobald der Richard Hart Bescheid gibt, einmal rausholt, neu paaren sollte und es neue Farms, beziehungsweise neue Farms werden genauso aussehen, aber neue Farms geben wird, wo wir diese Coins dann letztendlich locken, beziehungsweise hier reinbringen. Wie hole ich die hier raus? Ich klicke hier auf Minus, kann hier auf Maximum, Confirm, habe sie dann hier, wenn ich auf Trade Exchange Liquidity gehe und finde dann hier meine Liquidität. Da kann ich es dann rausnehmen, kann sie nochmal hinzufügen in einen neuen Pool. Ja, ich kann sie natürlich auch hier drinne lassen, aber dann ja, kriege ich halt wie gesagt nur INC und verdiene halt nichts an Gebühren. Ja? So, hier hat der Richard Hart selber sogar nochmal gezeigt, weil es ist ja alles letztendlich Open Source, jeder kann alles einsehen. Wie das Ganze ausschaut, ist natürlich cool gewesen für uns, weil so durch diese Geschichte jetzt viel, viel mehr verbrannt worden ist. Aber wenn wir mal gucken, hier auf die drei Punkte, sehen wir hier nicht nur die insgesamte Liquidität, das Volumen auch, ja, beziehungsweise das wird gerade nicht richtig angezeigt, aber doch, wir sehen hier auch das Volumen. Ja, die Top-Tokens, die Top-Pools. Wenn wir hier auf die Pools klicken, dann kann man hier nämlich mal drauf und kann sogar sehen, wie viele Gebühren die Liquidity-Pool-Provider denn in den letzten 24 Stunden bekommen hätten. Ja? So, und das ist natürlich äußerst interessant, weil wenn man hier mal schaut, 12,42%, alles so über 10% ist auf jeden Fall schmackhaft. Das hier ist eh ein Paar, was vollkommen langfristig ist. Aber ja, 12,42% würde man hier bekommen auf, ja, ich sag mal aufs Jahr, was natürlich auf jeden Fall cool ist und schon mal nicht schlecht. Wenn man einfach mal guckt, dann kann man hier aber auch reinschnuppern in die Pools und kann hier zum Beispiel mal in den Hex 6 schauen. Ja, hier hat man sogar 113%, was natürlich super ist. Schon mal viel, viel mehr, hat dementsprechend aber auch mehr Risiko. Ja? So, und so kann man das halt letztendlich nutzen, um sich hier über PulseX, über diese Farms ein passives Einkommen aufzubauen. Ich selber habe heute, witzigerweise, um einfach mal zu überprüfen, ich dachte so, hey, wieso sehe ich denn nie was von den Zinsfees? Ich habe mir gedacht, komm, ich nehme einfach mal was davon raus. Dachte mir so, immer noch nichts bekommen, also irgendwas ist hier faul. Gucke eine Stunde auf Twitter, sehe diesen Post von Richard Hart und dachte mir einfach nur so, ey, was? Das kann es ja jetzt nicht sein. War wirklich falsch programmiert, hat er hier aber auch beschrieben. Und ja, cool, dass er das Ganze aufklärt, beziehungsweise dass das Ganze gefunden wurde. Man sieht auch immer noch hier, ne, 216.000 Views und das hier innerhalb von wenigen Stunden. Denkt immer dran zu liken, zu retweeten, zu kommentieren. Ja, wir wollen das ganze Ding hier so weit wie möglich verbreiten. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich helfe euch und sorge dafür, dass wir alle auf jeden Fall am Start sind. Macht euch bereit, denn sobald dieses Ding hier launcht, da freuen wir uns alle drauf. Dann können wir einfach nur
unser Puls X für uns arbeiten lassen und brauchen noch nicht mehr zwei Sachen. Da wird es viel, 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 viel weniger kompliziert und viel, viel profitabler für viele andere Leute. Ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Schreibt mir, wenn ihr Unterstützung benötigt. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, ein Abo und bis zum nächsten Video.